53 erreichten die Berliner Feuerwehr Notrufe zu einer Explosion hier am Teltower Damm in Zehlendorf. Wir sind hier mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Die Einsatzkräfte haben hier drei schwer verletzte Personen vorgefunden. Die wurden alle drei rettungsdienstlich versorgt. Davon ist eine Person auch mit einem Rettungshubschrauber jetzt ins Brandverletztenzentrum transportiert worden. Wir haben hier keinen Folgebrand. Daher haben wir jetzt die Einsatzstelle an die Polizei für weitere Ermittlungsarbeiten übergeben. Zur Ursache dieser Explosion können wir noch nicht sagen. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungsarbeiten übernommen. Wir haben hier natürlich Trümmerteile, wir haben Glasscherben. Draußen steht auch eine Propangasflasche. Aber wir können nicht sagen, dass das die Ursache war. Das wird die Ermittlungsarbeit der Polizei dann weitergeben. Ich kann auch nur sagen, dass beim Eintreffen hier die verletzten Personen schon auf der Straße waren. Zur Art und Schwere der Verletzung und auch zur Ursache können wir keine Angaben weitermachen. Wir waren hier vor Ort mit insgesamt 30 Einsatzkräften. Wir waren nicht nur Feuerwehrkräfte, sondern wir hatten auch vier Rettungswagen da. Wir hatten ein Einsatzfahrzeug und den Rettungshubschrauber.